So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Roll the Dice und willkommen zu einer weiteren Folge der Aggressive Recon Challenge, der einzigen Serie bei mir, die es so wirklich geschafft hat, dass ich sie regelmäßig bringe. Alle anderen sind dann ja doch irgendwie in Vergessenheit geraten, zumindest auf meiner Seite. Ja, und heute spiele ich das Loadout vom Flues und der hat mir vorgeschlagen, ich sollte doch mal die CS5 mit Sechsfachvisier, Laser, Geradezug und Schalldämpfer spielen und dazu die Deagle. Zu der Deagle hat er nichts weiter gesagt, also habe ich da jetzt, glaube ich, Mini-RDS drauf. Schon mal ein beschissener erster Schuss, ein beschissener zweiter Schuss und ein beschissener dritter Schuss. Sehr schön. So starte ich gerne in ein Match. Ja, also was habe ich da drauf? Mein Mini-RDS auf der Deagle, auch ein Schalldämpfer, weil wenn, dann braucht man den ja auf beiden Waffen, sonst macht das ja kaum Sinn. Und ein Laser habe ich da auch gleich noch draufgepackt. Und mein Squad wurde gewiped und sie haben B scharf und gleich auch A. Sehr gut, das fängt ja schön an hier auf Flood Zone Rush. Ich habe hier auch nur so einen Server bekommen, der so halb voll war. Gucken. Wir da wen erwischen. Leider nicht, aber da erwischen wir wen. So, jetzt noch gucken, dass hier keiner zurückkommt. Sehr schön. Au. Verdammt. Das waren dann doch ein wenig viele, die da jetzt gerade kommen. Immerhin habe ich ihn noch einmal mit der Deagle getroffen. 2 zu 2 dann jetzt. Und wir wurden schon wieder gesquad-wiped. Das läuft ja grandios. Aber ich muss sagen, CS5 finde ich ist eigentlich eine ganz schön gute Sniper. Also auch nach dem Patch. Ich habe ja vorher schon ein paar Mal gesagt, dass ich die gerne spiele. Aber die ganzen Sniper-Rifles wurden nach dem Patch ja nochmal deutlich angepasst, muss man sagen. Und nur noch die CS5 und die M40A5 haben jetzt überhaupt mehr als 50 Rounds per Minute. Zum Teil haben die Sniper Rifles jetzt ein paar Jahr unter 40. Und 40 war ja vorher mit der SRR61 schon eher so am niedrigen Ende, am unteren Ende. 40 ist jetzt so das neue 50 oder so. So, welche M-Com verteidigen wir denn jetzt mal? Von A könnte ich jetzt mehr sehen, von A könnte ich jetzt auch auf B runter gucken, aber das Problem beim Verteidigen ist, wenn ich jetzt hier mich wirklich an die M-Coms stelle, dann bin ich ja nicht wirklich aggressiv, ne? Und das würde ja nicht wirklich zu dem Namen dieser Sendung passen. Also versuchen wir mal aggressiv zu sein. Von wo wurde ich gerade beschossen? Das wäre schon mal Nummer 1 Aufgabe herauszufinden. Ich finde denjenigen nicht. Ist nicht gut. Diese schallgedämpften Schüsse sind aber auch einfach langsam. So, A wurde scharf gemacht und wenn ich da jetzt hinlaufe, wird mir bestimmt in den Rücken geschossen, richtig? Noch nicht? Wow. Huh, get quickscoped. So, das geht auch noch weg. Wie, schon wieder Alpha? Was geht denn bei euch? Lass doch mal Alpha in Ruhe. Komm, kletter da hoch. So schwer ist das nicht. Sorry, Krachbummente. Der war jetzt ein bisschen böse. Aber ich nehme ihn. Mit Freuden. So, wo ist der Sniper, der solche bösen Tuxe aufstellt? Ist der da oben? Sieht fast so aus. Geht doch. So, aber hier sind immer noch welche. Das gefällt mir nicht.
Schade, hat mich einer gesehen. Aber jetzt läuft's immerhin mal ein bisschen besser als 1er KD. So, mal wieder A. Na gut, dann ein drittes Mal. Wieso war das kein Hit? Ah, scheiße. Beim dritten Mal haben sie es dann geholt. Schade drum. Aber wir haben ja noch B. Und sie haben noch 63 Tickets. Oh Gott, ja, guckt einfach nur zu, wie ihr eure Teammates tötet. Get quickscoped. Get quickscoped. Und get deagled. Ich höre hier doch... Neben dem... Oh, da wäre ich auch fast da reingelaufen. Zum Glück bin ich hier gesilenced. Ich meine, auch wenn ich mich da zwischendurch drüber aufrege, dass ich gesilenced bin, weil ich irgendwie daneben schieße, aufgrund der lächerlich niedrigen Kugelgeschwindigkeit, es ist ja doch ganz gut dafür, um nicht gesehen zu werden, auch wenn man direkt neben dem Tox steht. Sag mal, was glaubst du, wer den erschossen hat? Wieso revivest du den? Es ist doch klar, dass ich hier noch bin. Er ist doch vor einer Sekunde erst umgefallen. Dass die Leute darüber nicht nachdenken. Shit! Und keiner macht... Jetzt mal hier schön die Flanke flankieren. Zack, da ist sein Kopf. Mehr brauche ich nicht. Was piept die schon wieder? Na toll, hatten sie genügend Zeit zum Spawnen. Zack. Wallbang gegen Stux. Macht da gerade eine Arsch scharf? Nein! Die schießt daneben. Ich wollte doch einfach nur noch weg. Scheiße. Mann, jetzt läuft's wieder nicht mehr. 73 Tickets, das sieht nicht gut aus. Mal gucken, vielleicht mache ich ja heute noch einen Livestream. Und dann mache ich ja vielleicht einfach nochmal ein bisschen Aggressive Recon Challenge in live und dann mit einem Loadout meiner Wahl. Nein, okay, ihr dürft mir zwischendurch ja auch was vorschlagen, aber zwischendurch will ich dann auch ein bisschen Aggressive Recon Challenge mal mit der M40 machen. Ich habe mir die neuen Stats von der M40 angeguckt und ich glaube, das ist jetzt eine gute Sniper, mit der man gegen andere Sniper bestehen kann. Oh, das Double. So, jetzt kommen sie von dieser Seite. Da, wo wir vorhin waren. Autsch! Ah, shit, den No-Scope verkackt. Komm, lass mich spawnen. Nein! Fuck. Das sieht ganz, ganz schlecht aus. Immerhin hatten wir eine nette Streak dabei. Ich schätze, dabei wird's bleiben, weil... Jetzt sind die da, glaube ich, schon mit einigen auf der M-Com, aber vielleicht kriegen wir dadurch einen random Nate-Kill. Nope. Nicht mal einen random Nate-Kill. Ja, also wenn ihr Lust habt, ein bisschen die Fortsetzung davon zu sehen, ja, ich würde ja gerne den Revive akzeptieren, aber ihr lasst mich nicht. Also, wenn ihr Lust hättet, die Fortsetzung davon zu sehen, nicht auf YouTube, sondern auf, vielleicht heute mal auf Twitch. Ich habe bei den letzten Livestreams schon ein paar Mal angekündigt, ich will auch nochmal einen Twitch-Livestream machen. Vielleicht testen wir heute einfach mal Twitch aus. Ich richte das alles ein und ihr schaltet ein. Ich mache dann nochmal ein Ankündigungsvideo, sobald es soweit ist. Also wenn ich dann wirklich auf Twitch live gehe, dann kriegt ihr dann auch nochmal dafür einen Link. Und bis dahin soll es das für heute gewesen sein. Also auf YouTube. Weiter geht's auf Twitch. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin. Ciao.